Hallo, ich bin's wieder, Steuerberater Klaas-Peter Müller aus Hamburg. Mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute aus dem Textmobil nochmal zum Thema erweiterte Kürzung des Gewerbeertrages. Das heißt, ich möchte ganz gern nochmal das Thema aufgreifen, unter welchen Umständen eben Unternehmen, die hauptsächlich vermögensverwaltend tätig sind, unter welchen Umständen die Gewerbesteuer befreit sind. Ne, es gibt da die Möglichkeit bei, das typische Beispiel ist immer, was diskutiert wird bei grundstücksverwaltenden Gesellschaften, dass hier keine Gewerbesteuer anfällt. Im Idealfall wird immer diskutiert, die GmbH, dass wir da nur die Körperschaftssteuer und den Solidaritätszuschlag haben. So, und dadurch dieses Konstrukt für die Vermögensverwaltung, also für die Vermietung und für die Verwaltung des eigenen Kapitalvermögens, dass hier die Situation entsteht, dass ich eben nur 15% habe und Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zu zahlen habe und dadurch dieses Konstrukt steuerlich sehr interessant ist. Jetzt tut sich immer wieder die Frage auf, was heißt denn eigentlich immer dieses hauptsächlich vermögensverwaltend oder unter welchen Bedingungen bin ich vermögensverwaltend tätig? Ich habe da schon mehrfach Urteile mal hier aufgeführt auf diesem Kanal, wo es um so bestimmte Randbereiche geht, die eben zu beachten sind. Und jetzt gibt es wieder einen Fall, der diskutiert wurde, der ja interessant ist und auch mal durchdacht werden soll. Und zwar ist ja die Möglichkeit gewesen, eine grundstücksverwaltende Gesellschaft zu führen und damit in diesem Bereich Gewerbesteuer zu sparen, indem alle Leistungen, die nicht mit der Vermietung zusammenhängen, auszulagern in Schwestergesellschaften und die dann eben eingekauft werden. Dadurch habe ich in der Gesellschaft, die reinweg die Vermietungstätigkeiten durchführt, eben die Möglichkeit, Gewerbesteuer zu sparen durch die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags. Jetzt gibt es einen interessanten Fall, da gibt es eine Seniorenresidenz, die das genauso konstruiert hat, hat sozusagen Vermietungstätigkeiten und hat alle weiteren Leistungen ausgelagert in eine Schwestergesellschaft und hat die sozusagen eingekauft. Und das sollte die Lösung sein, dass ich eben in diesem Seniorenwohnheim keine Gewerbesteuer zahlen muss. Jetzt ist das Urteil getroffen worden, weil offensichtlich dieses Konstrukt mal überprüft wurde, dahingehend, dass doch Gewerbesteuer anfiel, weil folgender Fehler gemacht wurde. Man hat die Vermietungstätigkeit an die Senioren so stark vertraglich gekoppelt an die Nebenleistungen, dass die Nebenleistung der Schwestergesellschaften als eine Leistung angesehen wurden und dadurch eben nicht reinweg eine Vermögensverwaltung, also eine Wohnraumvermietung stattgefunden hat, sondern eben eigentlich inhaltlich eine Kopplung mit anderen Leistungen, mit Verpflegung, ne, mit Reinigung, mit allem Möglichen, was damit zusammenhängt. Und das hat eben jetzt dazu geführt, obwohl zwei verschiedene Gesellschaften eigentlich wirtschaftlich diese Leistung ausgeführt haben, aber vertraglich das so geregelt ist, dass es eigentlich eine Leistung sein soll, hat eben dazu geführt, dass eben keine Gewerbeertragskürzung stattgefunden hat und somit eben doch Gewerbesteuern gefallen ist. Das heißt, hier muss man eben nicht nur darauf achten, dass man, wie es immer propagiert wird, dass man die Leistungen trennt, auf verschiedene Gesellschaften aufteilt. Man muss also aufgrund dieses Urteils, aufgrund dieser Rechtsprechung darauf achten, dass eben vertraglich die Sachen auch so getrennt dargestellt werden. Ob das wirtschaftlich jetzt immer so geht, ob man das so machen möchte, dass sich jemand einmietet in so ein Wohnheim und keine anderen Leistungen einkauft und man das separat tun muss, also völlig losgelöst vom Mietvertrag. Ob man das inhaltlich so gestalten kann, ist dann fraglich, aber letztendlich ist das die Konsequenz aus diesem Urteil, dass man eben nicht dafür sorgen muss, dass es einfach nur auf zwei Rechtsträger aufgeteilt wird, sondern dass man da vertraglich auch das stark trennt, dass jede einzelne Leistung eigentlich separat eingekauft werden könnte von dem Senior. Und
dadurch erst die Gewerbesteuerbefreiung greifen kann. Das ist mein interessantes Urteil gewesen. Hier war eben auch das Problem, dass eben über eine Internetplattform die Leistung natürlich kompakt angeboten wurde, dass im Hintergrund das auf zwei Gesellschaften aufgeteilt wurde, hat eben der BFH entschieden, dass das Gericht entschieden, dass dass das keine Rolle spielt. Man hat die Leistung nach außen hin als eine verkauft, also soll sie auch eine sein. So, und das hat dazu geführt, dass eben Gewerbesteuer anfiel. Also, Achtung bei den Konstruktionen, um die Gewerbesteuerbefreiung zu erreichen, dass man hier offensichtlich auch vertraglich das alles so voneinander trennt, dass ich eine Gesellschaft habe, die sich reinweg nur um die Vermietung oder um die Vermögensverwaltung kümmert. Eine andere Gesellschaft, wenn man es dann auslagern muss, muss völlig vertraglich separat betrachtet werden und auch so durchgeführt werden. Das nochmal so als Hinweis. Ich verlinke dieses Urteil nochmal, dass man das nochmal nachlesen kann. Und dann ist man da, was die Rechtsprechung angeht, auch ein bisschen schlauer und auch was die Details angeht. Weil ich glaube, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die weiß inzwischen jeder. Das wird sehr stark diskutiert, weil es natürlich ein Konstrukt ist, was Steuern sparen kann. Das wird als solches sehr gut auch medial dargestellt. Aber die Feinheit machen offensichtlich die Fallstricke aus, auf die es zu achten gilt und zu umgehen gilt. Also, wem dieser Kanal gefällt mit diesen nützlichen Tipps, abonnieren, Kommentare dalassen, damit wir wissen, was vielleicht eventuell an anderen Themen auch interessant ist. Und ansonsten sehen wir uns hier auf YouTube oder auch auf den anderen Kanälen wie Instagram, Facebook, Twitter. Und bis dahin. Tschüss.